Willkommen zu unserer 14-jährigen Veranstaltung. 14 Jahre ist Switch dabei. Gut, be dostan aziz u gerami, khosh amadid, khosh gardinis, ahlan va sahlan, marhaba. So, ich freue mich sehr, heute unsere Abschlussfeier mit Ihnen zu feiern. Heute widmen wir diese Veranstaltung dem Internationalen Tag der Toleranz und den Grund hat Ellie genannt. Meine Damen und Herren, wir haben es uns seit 2004 zur Aufgabe gemacht, Brücken zwischen den Einwanderern und Einheimischen zu bauen. Und bei der interkulturellen Öffnung und Toleranz mitzuwirken. Gerade durch unsere gezielte Arbeit mit Kindern unterstützen wir die Bildung und die Integration in unsere Gesellschaft. Ich möchte trotzdem erwähnen, dass es auch die falsche Toleranz gibt und wir diese nicht dulden sollten. Wir dürfen in unserem Land nicht zulassen, dass Menschenrechte bei den Zuwanderern verletzt werden, wie zum Beispiel Zwangsverheiratung, Versklavung von Frauen oder Kinderehen. Auch laut den United Nations gelten Menschenrechte universell. Denn die Würde des Menschen ist unantastbar. Wie bereits Marion Dönhoff gesagt hat, ich zitiere, denkt nicht nur an das eigene Leben, denn jeder von uns ist für das Ganze mitverantwortlich. Die Gesellschaft kann nicht besser sein als die Summe ihrer Bürger. Zitat Ende. In diesem Jahr haben wir viele Projekte umgesetzt und darüber hinaus ein neues Projekt initiiert. All das konnten wir mit Hilfe von Sponsoren und Kooperationspartnern realisiert werden. Wir sind froh, dass es Switch gibt, dass es Urwasch gibt, die sich einsetzt, die überhaupt Sachen initiiert, egal wie viele Leute kommen oder nicht kommen oder was, wie, wo. Also Leute, have fun, enjoy, be together. One love, one people. Really care about us.
einfach auf die Bühne. Und es ist sehr gut angelaufen. Also die Kinder kommen super gerne hin, kommen auch regelmäßig und immer neue Kinder dazu. Und es bringt so viel Spaß mit den Kindern. Also, sorry. Irgendwann mal findet jeder für sich so irgendwo eine Wohnung und die gehen unter den Menschen irgendwo verloren. Und jeden Einzelnen anzusprechen, ist sehr schwierig. Von daher, ich hoffe, dass unser Projekt mindestens ein paar Jahre, bis die alle sich Wohnungen gefunden haben in ihrem Hamburg. Also Freiheit. Ich sage, oh, interessant, wegen Freiheit seid ihr hier. Also, ihr wisst, Freiheit hat Pflichten und auch Rechte. Und das klären wir Ihnen. Dass unsere Demokratie, die in diesem Jahr 70 Jahre alt geworden ist, nicht vom Himmel gefallen ist. Und das ist das, was wir vermieten. Und natürlich Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und das ist auch der Grund, warum Herr Razari und auch andere arabisch sprechende Workshopleiter auch mit Männern extra Männerabende machen und sagen, wenn deine Frau erfolgreich ist, wenn deine Frau sich Bildung aneignet und einen Job hat, dann hast du eine Frau auf gleiche Augenhöhe. Und dann kommt noch dazu, dass bei den Geflüchteten leider Homosexualität sehr verpönt ist. Und er bringt immer solche tolle Beispiele. Ich bin so dankbar, wirklich, dass sein erster Arbeitgeber hier in Hamburg ein Homosexueller war. Und wie er mit den Mitarbeitern umgegangen ist. Und Demokratie, freie Meinungsäußerung, ja. Aber bitte nicht diskriminieren, nicht beleidigen und nicht diffamieren. Ihr habt eure eigene Meinung, ja. Yeah, we're going to be here.